ChatGPT setzt sich zusammen aus GPT und einer Chat-Komponente. GPT, Generative Pre-trained Transformer, das ist ein großes neuronales Netz, was auf ganz, ganz vielen Texten aus dem Web trainiert wurde, vom Kochrezept bis zum wissenschaftlichen Papier. Und das Ding ist generativ, generative. Das heißt, es kann neue Texte generieren. Ich prompte es mit einem Anfang von einem Kochrezept, dann schreibt es mir ein Kochrezept. Prompte ich es mit dem Anfang von einem Essay, dann schreibt es mir einen Essay. Und diese Chat-Komponente, die wurde jetzt mit menschlichem Feedback nochmal da drauf trainiert, quasi um dieses Prompting etwas leichter zu machen. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis.